Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder einschaltet in Markus Weiner Küche. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und ihr seht, ich habe heute mal gar nicht mein Schneidebrett. Ja, warum wohl? Wir machen heute einfach mal was klassisch. Kommt ein bisschen aus der schwäbisch-italienischen Küche. Die einen kennen es unter Gnocchi, wie auch immer. Jeder spricht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, der eine oder andere Italiener wird mich erschlagen. Und die Schwaben kennen es natürlich unter Bubenspitzle, Schupfnudle. Es ist im Endeffekt genau das blitzegleiche Rezept, aber mit einem kleinen Unterschied. Die Form, die macht es nämlich aus. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch nach dem Abspann. Besser gesagt, nach dem Vorspann. So, als erstes, ihr seht, ich habe mir schon mal am Vortag Kartoffeln zurecht gekocht. Das sind jetzt 600 Gramm Kartoffeln, dazu kommen 300 Gramm Mehl und ein Ei. Die Kartoffeln werden wir jetzt ganz einfach, ihr kennt ja meine Presse, meine Spätzlers Press, einfach durchpressen. Wer der eine oder andere eine Kartoffelpresse hat, geht auch mit einer Kartoffelpresse. Ihr wollt jetzt sicherlich auch wissen, was für Kartoffeln ich jetzt hergenommen habe. Das sind keine mehlige, auch keine festkochende, das sind halb festkochende. Also eine Mischung zwischen mehlig und festkochend. Warum ich jetzt ausgerechnet die hergenommen habe, ist ganz einfach das. Die eignen sich sowohl für Kartoffelsalat oder andere Kartoffelgerichte und man muss sich da nicht zwei oder drei verschiedene Kartoffeln kaufen. Ihr seht, es geht recht fix und schnell. Es fällt mir auch noch Maschine auseinander. Nachdem wir es jetzt einfach durchgedrückt haben, habe ich hier ein bisschen Muskat. Natürlich Salz. Das Mehl geben wir einfach hinein. Und eben natürlich das Ei mit Ei. Und jetzt kommt natürlich die schöne Sache, jetzt tun wir das Ganze zum Teig verkneten. Einfach schön das Ganze vermischen. So, nachdem wir jetzt das ganze Gewürze in den Mehl rein, tun wir das Ganze schön vermischen zu einem humanen Teig. Das heißt, wir gucken, dass keine Klumpen und so weiter drin sind. Wir können auch ruhig beide Hände nehmen. Jetzt wird es einfach geknetet. Nachdem wir jetzt unseren Teig fertig haben, tue ich den jetzt nochmal hier auf der Arbeitsfläche schön kneten. Ihr kennt es ja von eurem Hefeteig oder sonstige Teige, was ihr macht. So. Was zu beachten ist, der Teig darf nicht allzu lange stehen, weil er wird sonst klebrig, zieht Wasser. Warum ich die Kartoffeln im Vorfeld schon vorgekocht habe, ist ganz einfach. Die Stärke, die kann sich über Nacht im Kühlschrank absetzen. Die Feuchtigkeit geht auch ein bisschen raus. Und jetzt geht schon an die Sache rein. Erstmal die Hände sauber machen. So, was ich jetzt auch tue, den Teig tue ich ein bisschen auf die Seite. Tue ich mir hier die Fläche ein bisschen einmelieren. Ja, das ist das Gute jetzt an dieser Arbeitsfläche. Da die mit der Folie ist und einfach leicht zu reinigen ist. Und ich kann die ganze Fläche hier benutze. Dann brauche ich erstmal meine Teigkarte, mache hier ein bisschen Teig weg.
Und dann machen wir hier jetzt erstmal so Walze. Ja? Mache die circa, was sagen wir da? Das bricht, machen wir es in zwei Hälfte. Ist auch nicht tragisch. Ich würde mal sagen, so knapp einen Zentimeter an der Dicke, so kleiner Finger dick, würde ich sie rollen. Dann nehmt ihr die Teigkarte und einfach nur so in Art Raute runterschneiden. Und somit habt ihr schon mal Nuckis. Ihr fragt euch jetzt, schwäbische Schupfnudler, genau das gleiche Prinzip. Der Teig ist ja genau der klitzegleiche. Wir rollen das Ganze wieder. Bloß machen wir jetzt keine Raute runter, sondern machen jetzt gerade runter. Dann nehmt ihr die flache Hand, nehmt das Stückele. Und macht er, tut es bloß ein bisschen auf den Tisch rum und rumwälzen. Und dann habt ihr Spubenspitzle und Nuckis. Das mache ich jetzt aus dem ganzen Teig. Das müsst ihr jetzt nicht sehen, wie ich den ganzen Teig verschaffe. Ihr habt es auf jeden Fall schon mal gesehen. Ihr seht, ist eine ganz schnelle Sache, wie der Teig gemacht wird, wie das in Form gebracht wird. Ich zeige euch jetzt nicht, wie ich jetzt den kompletten Teig hernehme und hier verschaffe. Ich mache das jetzt erstmal zu weit fertig. Das Wichtige ist, dass ihr den Teig so schnell wie möglich verschafft. Stellt in der Zeit schon mal, wo ihr den Teig macht, ein Salzwasser auf, ein Kaltwasser zum Abschrecken. Ihr könnt es aber auch googeln, ob es dann erschreckt, ist natürlich die andere Frage, ob es das gleiche Prinzip ist. Ich glaube zwar nicht, aber ihr könnt es ja gerne mal versuchen. Und was natürlich auch wichtig ist, das Wasser schön salzen, damit es nicht so nach Arsch und Friedrich schmeckt. Ne? Ich mache mich jetzt weiter und dann zeige ich euch, wie man es fertig gart. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, dass die Fläche meliert ist, damit euch nicht der Teig einfach pepper bleibt und ein bisschen scheiße aussieht. So, nachdem mein Wasser natürlich kocht, ihr seht, ich habe schon mal welche vorgemacht. Mir ist tatsächlich das Wasser übergekocht. Immer so eine heikle Sache. Nehmen wir jetzt unsere Nuckis und tun sie rein. Und dann immer schön mit der Schaumkelle rein. Ein bisschen durcheinander machen. Ihr kennt es ja von den Spaghetti, nicht, dass das zusammenklebt. Das gleiche passiert auch mit den Nuggets und auch mit den Schupfnudeln. Das Ganze lassen wir jetzt einfach einmal hochkochen, 5 Minuten circa ziehen lassen und dann holen wir es aus dem Wasserbad raus, tun es abschrecken. Und wenn die dann abgeschreckt ist, guckt es, wir können es auch angucken, aber ob sie dann erschreckt sind und kalt sind, ist die andere Frage. Probiert es einfach aus, sage ich mal. Während das jetzt einmal hochkocht und zoge ist, ist die Sache eigentlich auch schon komplett fertig. Soweit die Praxis. Wenn es dann soweit ist, könnt ihr Nuckis, Schupfnudeln eignen sich auch ja wunderbar zu Beilage. Schupfnudeln könnt ihr dann auch abraten. Sauerkraut dazu, ein Kassler, ein Schälrippchen, geile Sache. Oder einfach nur Schupfnudeln, Sauerkraut, Speck, nein, in der Pfanne anbraten und das ist typisch schwäbisch. Die Nuckis können da wiederum wunderbar als auch Beilage, indem man sie in der Pfanne anbratet. Ihr könnt ein bisschen Pesto reinmachen dazu, ihr könnt ein bisschen Gemüse dazu machen, ihr könnt es aber auch als vollwertiges Einzelgericht machen. Ihr nehmt eine Hackfleischsoße, macht Nuckis al forno, Gnocchi al forno, wie auch immer, oder ihr macht Sahne, Schinken. Was ich gerne immer reinmache, ist Sahne, Schinken, Spinat. Geile Sache. So esse ich es am liebsten. Ihr könnt natürlich auch in den Teig ein paar Kräuter reinmachen. Dann habt ihr Kräuternuckis. Ihr könnt das Ganze auch natürlich statt Salz und Muskat mit Zucker, Vanille machen. Dann könnt ihr daraus auch eine wunderbare Süßspeise machen.
wie ihr drauf. Ihr seht ja, die schwimmen jetzt oben. Jetzt lasse ich es nur so 2, 3, 4, 5 Minuten kochen. Und dann kommt es hier ins Wasserbad. Natürlich passt auf, es schäumt. Ja. Das ist die Stärke, was überschäumt. So, und jetzt ist das fertig. Und einfach nur noch abschrecken. Wenn die natürlich jetzt nicht gleichmäßig aussät, ist ja scheißegal. Ihr könnt es für Freunde machen, Verwandte, Bekannte. Es ist eine herrliche Sache. Was ihr zu viel habt, könnt ihr schön in der flache Tüte einfrieren. Und ja, ich kenne das selber. Man ist arbeiten, man geht heim. Schatz, was kochen wir heute? Du, keine Ahnung. Ja, was sind wir noch eingefroren? Das ist schnell auftaut und es ist ganz schnell eine Soße nur dazu zaubert, dann ist ein schnelles Essen. Und die Menge, was ich jetzt gemacht habe, würde ich jetzt sagen, das sind 4 Portionen. Nicht als Beilage, sondern als Hauptgericht. 4 Portionen Hauptgericht. Und als Beilage würde ich mal sagen, sind es so für circa knappe 10 Leute. Man wird da wunderbar satt. So, das war's dann jetzt. Ihr habt jetzt auf jeden Fall das Grundrezept der Noggis. Wie ihr daraus was machen könnt, zeige ich euch beim nächsten Video. Würde ich euch zeigen als Beilage zum Anbraten, wenn ich mal ein Fleischgericht mache. Lasst euch darüber überraschen. Ich würde es euch aber auch als Hauptgericht zeigen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Und vor allem, ich sage euch auch gleich noch, der Vorteil zwischen meinen Noggis und wenn ihr die im Laden... Also, ich sag euch jetzt einfach mal, ihr kennt ja diese Fertig-Noggis aus dem Laden. Was zahlt ihr ungefähr für 500 Gramm? Ich habe jetzt 600 Gramm Kartoffeln gehabt. Plus 300 Gramm Mehl, ein Ei. Also könnt ihr ungefähr sagen, ihr habt 800 Gramm. In denen gekauft. Ich habe mir mal so ein Päckle gekauft und sage ich euch jetzt mal, was da drin ist. Da ist einmal drin Zutaten. 70% Kartoffelpüree, Wasser, Kartoffelflocken, Kartoffeln, Emulgator, Mono, Diglisi, bla bla bla. Speisefettsäure, Antioxidationsmittel, Natrium, bla bla. Kurkuma ist wahrscheinlich für die Farbe. Weizenmehl, Kartoffelstärke, Speisesalz, Säurungsemulgator, Milchsäure, Konservierungsstoffe, bla bla bla. Ihr hört, es ist viel bla bla drin und viel Scheiß, was nicht drin sein muss. Was habe ich jetzt bei mir drin? Ich habe Mehl drin, Eier drin, 100% Kartoffel, Salz, Muskat. Und was sagt es uns? Keine Konservierungsstoffe? Kein irgendwie bla 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 bla. Alles natürlich. Wünsche euch jetzt viel Spaß. Das war's jetzt heute von Markus Feiner Küche. Ich hoffe, euch hat mein Video mal wieder gefallen. Schaltet doch wieder ein, wenn es heißt Markus Feiner Küche. Besucht mich doch auf Facebook unter Markus Feiner Küche. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es nachkocht habt, gerne einen Kommentar drunter. Und ich freue mich doch, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zu Markus Feiner Küche. Tschüss.